Und willkommen zurück, meine Lieben. Hier ist euer M3D und wir versuchen jetzt mal diese Spatzen da oben Platz zu machen. Schon welche von den Typen gehimmelt? Ja, Moment. Stress mich doch nicht so. So, wenn man jetzt gut zielt. Kann ich gar nicht treffen, ne? Ja gut, dann muss ich woanders hin. Schon welche von den Typen gehimmelt? Warte doch mal ab, Mann. Stress doch nicht so. Perfekt. Probieren wir es mal so, einfach mit anvisieren. Reicht, korrekt. Den noch anvisieren. Ja, nicht stehen. Den Spatzen, genau. Zack. So, ein Punkt. Ja. Klappe halten. Auch noch ein Punkt. Schön. Haltet schön aus schon nach den Spatzen, Freunde. Spatzen, Spatzen, Spatzen. Niemals nicht. Da war noch einer. Und ob? Da ist noch eine. Und ein Spatz. Bam. Apokalypse. Yippie. Macht ja richtig Spaß, Alter. Wie viele gibt's denn hier? Weiß das jemand? Ich vermute mal... Niemals nicht. Ja, 6 Stück vielleicht. Gibt dann 30 Gold, könnte sein, oder? Wir gucken einfach nochmal hier drüben. Eventuell ist hier noch irgendwo ein Spätzle. Ach, der hat auch eine Quest für uns, oder was? Möchten Lehrlinge im Bogenschießen benotet werden? Ja. Der Gildenmeister bat mich. Ja, komm. Wenn ihr eine 1 plus bekommt, ihr habt eine Minute... Alles klar. Dann bereiten wir uns auf jeden Fall gut vor. Visieren das hinterste Ziel an. Jawohl. Punktemäßig schon mal sehr gut vorgelegt. Och nein. Och nein. Scheiße. Komm schon, gib die Mühe, Master. Der ging fast mitten durch. Ach komm. Hey, der war doch getroffen. Ja, schon besser. Scheiße. Ah, das war auch wieder sehr schlecht. Besser. Perfekt. Komm, wo bleibt ihr? Wo bleibt ihr? Wo bleibt ihr? Wo bleibt ihr? Bam. Scheiße, verfehlt. Getroffen. 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 Und... Wartet, wartet, wartet. Getroffen. Ah, getroffen. Jawohl. Jawohl. Der ging fast mitten durch. Komm. Ach, verfehlt. Scheiße. Auch verfehlt. Scheiße. War das gut? Ihr habt einen neuen Rekord. Ich habe nie eine bessere Leistung. Yeah. Eine 1 plus. Gib ihm. Der Gildenmeister sagt, einem brillanten Schützen kann ich das geben. Oh, geil. Das war gut geschossen. Danke. Inventar, Waffen, Distanzwaffen. Boah, die macht einen bösen Schaden, das Scheißding. Cool. Bams, Alter. Ab geht's. Okay, Spatzen, Spatzen, Spatzen wollte ich eigentlich töten. Ich Spätzle. Naja, aber habe ich glaube ich schon alle platt gemacht. So wie es aussieht. Da frage ich mich, kann man auch da beim Wasserfall was lernen? Ja, ja, ich weiß. Ich hab's drauf. Ja, da ist jemand. Oh, ein Apfel. Nehmen wir mit. Und ja, ich möchte bewertet werden. Lehrlinge Willenskraft trägt. Ihr habt 30 Sekunden nach dem ersten Wirken eines... Wisst ihr, es gibt einen speziellen Preis. Alles klar, das kriege ich mir doch auch hin, oder? Ich würde weggehen, wenn ich ihr wärt. Okay. Bam, bam, bam. Man muss sich einfach nur die Reihenfolge merken, wie man hier drauf gebrettert hat. Seht ihr, die regenerieren sich ja dann einfach nacheinander. Zack, zack, zack. Immer kurz draufhalten. Zack, zack, zack. Oh, scheiße. So. So, komm. Wieso überhaupt nicht nett? Halt doch mal die Schnauze. Hallo. Echt erstaunlich, verdammt. 1 plus. Das war ja Glück, ne? Der Gildenmeister befahl, die Gegenstände den besten der Willenskraftprüfungen zu geben. Cool. Was ist denn das für ein Trank?
Ich habe noch keinen besseren als euch. Dankeschön. Alles klar, das haben wir auch geklärt. Die scheiß Spatzen scheinen irgendwie abgespatzt zu sein. Ich weiß es nicht genau. Ihr habt das Whisper echt gesagt. Ja, ich weiß. Ich hab's voll drauf. Das war. Ich weiß. Danke. Ja, doch, die Spatzen scheinen tot zu sein. Nochmal kurz hier oben gucken, ob da irgendwo so ein Spatz rumgammelt. Ich glaube nicht. Und nein, ist nix. Alles klar. Dann gehen wir mal jetzt bei dem Typ die, ja, Quest, kann man sagen, ab. Hallo. Schon welche? Gut, wieder. Da draußen gibt es immer noch mehr. Noch mehr? Was soll denn alles sein, bitteschön? Ist auch scheißegal. Möchtet ihr handeln? Ja, komm, wir verkaufen unseren Bogen. Verkaufen. Der kauft nichts, ja? Nee, der kauft eins nichts ab. Ach nee, der hat nicht genug Geld, so rum. Jetzt habe ich, glaube ich, verstanden. Es mangelte am Geld. Ja, komm, lass uns mal erwachsen werden, oder, Freunde? Erwachsen werden. Hallo? Möchtet ihr eure Jugend hinter euch lassen und mit dem letzten Training beginnen? Ja, dann werde ich die Frauen flachlegen können. Der Junge erlernte die Fertigkeiten schnell, aber immer gab es noch mehr zu lernen. Jahrelang war die Gilde sein Heim, seine Schule und sein Leben. Doch während der ganzen Zeit dachte er immer wieder an die Welt dort draußen. An das Leben, das er verlor, an die Familie, die ihm entrissen worden war. Schließlich blieb nur noch der letzte Tag der Prüfungen. Ein Erfolg wäre das Ende seiner Ausbildung. Er bekäme das Gildensiegel und wäre frei, sein eigenes Schicksal zu schmieden. Er würde ein Held sein. Bevor ihr den Abschluss macht, müsst ihr eine letzte Prüfung absolvieren. Geht in den Gildenwald und zum Baumstamm auf der Hügelkuppe. Dort wird euch die Prüfung enthüllt. Viel Glück. Danke. Das war gut geschossen. Danke. Hallo? Du siehst mir aus wie einer von der Gilde. Ja. Hey. Okay, ist nicht der beste Anmachspruch, ich geb's zu. Was tut ihr hier draußen, Junge? Weiß ich nicht. Muss ich in den Wald gehen oder was? Ich hab doch nicht zugehört, Mann. Ich höre doch nie zu. Gildenwald. Machen wir mal Luki Luki. Vielleicht ist da irgendein Ereignis, ne? Man weiß ja nicht. Du fragst dich, wie du die letzte Prüfung bestehen sollst, stimmt's? Ganz einfach. Du musst anwenden, was du im Training gelernt hast und mich besiegen. Das Schwert als erstes. Triff mich, wenn du kannst. Was? Benutzt nicht Blitz, benutzt euer Schwert. Entschuldigung. Gut, du bist schnell. Oh. Geh mit dir ab, Alter. Ah, nein, nein. Komm her, du Penis. Greif mich an. Ja, mach ich doch. Sehr gut. Jetzt schießt mit dem Bogen auf mich. Geht nicht zu nah ran. Alles klar. Okay, Bogen. Armbrust eher. Du wirst immer besser. Normal. Los, komm. Gut. Komm. Du bist schnell. Huch. Mit etwas mehr Wut. Ja. Ich geb mir doch Mühe, Mensch. Na los. Noch einmal, dann hab ich dich, du Arsch. Yeah. Ausgezeichnet. Oh. Wirke Blitz. Krieg ich hin, wo bist du da? Oh, voilà. Hallo? Ich kann ihn gar nicht anvisieren. Jetzt. Komisch. Brauche ich nicht, Junge, ich mach dich fertig. Ich zerstör dein Leben, Mann. Das reicht. Ja, gar nicht übel für einen Neuling. Dankeschön. Du wirst Kämpfe ausfechten, die schlimmer sind als dieser. Doch du hast den letzten Test bestanden und bist bereit, vom Gildenmeister das Gildensiegel zu bekommen. Bam. Okay, dann holen wir uns aber das Gildensiegel. Kann ich jetzt endlich übers Wasser gehen? Durchs Wasser? Nein, okay.
Übers Wasser wäre ja ein bisschen Jesus-artig, ne? Jesus, it's the name of Jesus. Everybody talk to your Lord. Yeah. Jetzt holen wir uns unser Gildenwappen-Scheißdreck da. Das ist der große Tag, Junge. Nochmal. Ich erinnere mich an den Abend, als ihr zu uns kamt. Und seht euch jetzt an. Maises Vertrauen in euch hat sich gelohnt. Folgt mir jetzt. Die Abschlusszeremonie findet in der Schicksalskammer statt, dem ältesten Bereich der Gilde. Übrigens haben wir nur einen so großen Daumen. Lasst die Lehrlinge vortreten. Das kommt vom Wichsen. Viele Jahre habt ihr hart daran gearbeitet, euch den Titel Held zu verdienen. Heute endet eure Ausbildung und ihr werdet in die Welt entlassen, um große Taten zu vollbringen. Taten, die euch den Dank Tausender einbringen werden. Oder sie mit Furcht erfüllen. Dies sind böse Zeiten. Die Schatten von Albion wachen auf und seltsame Dinge geschehen. Eure Entscheidungen, ob in guter oder böser Absicht, werden den Lauf der Welt verändern. Nehmt jetzt eure Gildensiegel und zieht hinaus als Held. Es wird Zeit, uns zu verlassen, Jüngchen. Aber ihr seid immer noch ein fester Teil der Gilde. Auf dem Kartentisch findet ihr Informationen zu allen Quests, die Leute von Albion von Helden ausgeführt haben möchten. Kommt regelmäßig her, um all eure Erfahrung in neue Fertigkeiten umzuwandeln. Nur wenn ihr das regelmäßig tut, kommt ihr als Held voran. Tretet ins Licht, dann zeige ich euch, wie es geht. Alles klar, gib ihm! Zuerst müsst ihr das Gebiet wählen, auf dem ihr vorankommen möchtet. Stärke, Fertigkeit oder Willenskraft. Beachtet eure Erfahrungsreserven im linken unteren Bildschirmteil. Ihr sammelt allgemeine Erfahrung, indem ihr Erfahrungskugeln sammelt. Stärke, Fertigkeit und Willenskraft erlangt ihr automatisch, wenn ihr eure Fähigkeiten in diesen Bereichen benutzt. Tja, was werden wir jetzt? Werden wir so ein Teil Magier, Nahkämpfer? Ah, ihr habt eine Fertigkeit gewählt. Nein! Ihr könntet ein Meister im Ich kann euch nicht mehr viel lehren, aber ich werde immer für euch da sein, solltet ihr Rat benötigen. Und mit Hilfe eures Gildensiegels können wir jederzeit miteinander sprechen. Ihr werdet merken, dass es blinkt, wenn ihr genug Erfahrung zum Ausgeben habt. Ich habe euch die Grundlagen gezeigt. Das sollte für eine Weile genug sein. Und jetzt wartet eine ganze Welt auf Erkundung. Let's fetz. Quest abgeschlossen. Yeah. Wiederbelebungsfiole, Lampe, Gesundheitstrank, Willenskrafttrank, Apfelkuchen. Wow. Cool. Aber die Punkte gehen wir jetzt erstmal gleich böse aus. Um einen Quest anzunehmen, interagiert bitte im Kartentisch, indem ihr Q drückt. Kernstory-Quests sind mit dem Fable-Symbol markiert. Sucht in der Gilde nach weiteren Halt die Schnauze. Quests. So, Willenskraft. Ah, ihr habt Willenskraft gewählt. Ihr könnt ein mächtiger Zauberanwender werden. Benutzt eure Erfahrung aus dem Magiekampf, um neue Zauber zu lernen und bereits erworbene zu verbessern. Wählt einen der Zweige der Magie. Zauberkraft. Je mehr Mana ihr besitzt, Je mehr Mana ihr besitzt, über desto mehr Energie verfügt ihr, um Zauber zu wirken. Die Zauberkraft bestimmt die Länge eurer Mana-Leiste. Der Zweig der Magie mit Angriffszauber umfasst Anzünden, Feuerball, Schlachtangriff, Mehrfachschlag, Blitz, göttlicher Zorn und höllische Wut. Wählt jetzt den Zauber, den ihr lernen möchtet. Erfahrungskosten ist noch zu hoch. Anzünden, Feuerball, Mehrfachschlag, Blitz, göttlicher Zorn. Was ist ein göttlicher Zorn? Dieser unglaublich mächtige Zauber kanalisiert die weiße glühende Wut der Götter, zieht Energie in gewaltigen Säulen aus dem Himmel und trifft damit alle in einem weißen Radius, in einem weiten Radius um ihren Standort befindlichen Feinde. Höhere Stufen vergrößern den zugefügten Schaden. Tja. Da gebe ich noch gar keine Punkte aus, informiere ich mich mal lieber erst. Ah, ihr habt Stärke gewählt. Ihr könntet ein großer Krieger werden. Benutzt eure Erfahrung aus dem Nahkampf, um Körperbau, Gesundheit oder Zähigkeit zu verbessern. Trefft jetzt eine Wahl.
Tja, wir lassen es am besten einfach mal. Oh, warte mal, Fertigkeiten wollte ich noch mal gucken. Hallo? Fertigkeit. Tempo, Zielgenauigkeit, List. Na, komm. Uninteressant. Wir nehmen jetzt einfach mal ein paar Quests an. Auf. Wespengefahr. Beendet die Plage auf dem Picknickplatz. Schneetrollangriff. Ist nicht hoch genug. Okay. Quest übernehmen. So, wo musste ich hin? Folgt den Regionsausgängen auf eurer Karte, um zu den Orten eurer Quest zu gelangen. Euer Inventar enthält weitere Einzelheiten über alle Quests. Gut, ja. Reden wir nochmal kurz mit dem. Kämpft auf dem Picknickplatz. Mit der Wespenkönigin. Alles klar, gar kein Thema. Das mache ich doch glatt, Freunde, du. Please open the door. Okay. Mit dem Mausrad könnt ihr die Kamera näher an euren Helden oder weiter von ihm wegbewegen. Solltet ihr die Ansicht eures Helden jemals als hinderlich empfinden, drückt Ü, um die Kamera auf die Standardposition hinter ihm zu bewegen. Um euren Helden ganz genau in Augenschein zu nehmen, drückt ihr H. Drückt H erneut, um diesen Heldenansichtmodus zu verlassen. Denkt dran, Narzissmus ist bei Helden ganz normal. Ha, das ist klar. Für all die Leute, nicht wissen, was das bedeutet, das ist so eingebildet sein und so, ihr wisst schon, so, oh, ich bin der Schönste. Oh, oh, oh. Und nicht, man ist Nazi. Kann ich helfen? Sieht gar nicht aus wie ein Hühner. Vergesst nicht. Wenn ihr den goldenen Markierungen auf eurer Karte folgt, gelangt ihr zu eurem Questziel. Wespen greifen den Picknickplatz. Folgt mir! Ja, ich komme ja. So, Freunde, bis zur nächsten Folge. Tschüss!